Hallo Ali, willkommen beim Lenkbuchflug. Schön, dass du dabei bist. Ich sitze hier noch im Auto und habe gerade den Vlog vom 29. März? 39. Ihr wisst schon Bescheid. Da, wo ich über die Käse geredet habe. Und über die Fahrt nach Kärnten. Und da habe ich mir gedacht, ja, jetzt erzähle ich euch noch von der Geschichte Lignano. Ja, mein einziger Auslandsaufenthalt in der Kindheit und bis heute da insgesamt einer von drei oder so, vier? Von vier, drei. Wir werden das nachher nachzählen. Das machen wir gleich direkt nach dem wunderbaren Intro, das ihr jetzt seht. Beim Intro wollte ich auch was machen. Gell? Irgendwie ist es mir zu lang. Ich möchte das verkürzen, aber jetzt ist die Musik so schön. Es ist alles sehr kompliziert. Gut, lange Rede, gar keinen Sinn. Wie ich ein wirklich kleiner Gstärmel war, ich schätze so irgendwo zwischen 6 und 8, man müsste man die Datums an den Fotos herauslesen, die es da gibt, hat meine Mutter beschlossen, dass wir nach Italien fahren. Dieser Beschluss ist natürlich nur mit der Mutter gefasst worden, denn der Vater musste ja zu Hause bleiben, weil irgendwer musste ja die Hühner versorgen. War ja Landwirtschaft, da musste jeden Tag gefüttert werden, es mussten die Eier eingesammelt werden, es mussten die Eier sortiert werden und geschaut, dass kein Problem ist. Ja? Deshalb sind die Eltern ja nie gemeinsam auf Urlaub gefahren. Was aber nicht stimmt, weil die waren irgendwann mal in Jugoslawien vor langer, langer Zeit. Aber da waren, glaube ich, noch so wenig Hühner, dass das die Großeltern, die Großmutter damals noch ging. Da muss ich mal nachfragen, da können wir uns ein bisschen erforschen. Bringt uns zum Thema Topothek. Macht mich schon sauer. Total politischer Verein, wir werden da eine Schmatzothek machen ohne Politikum. Wir werden das so lösen. Gut. Also hat die beschlossen, wir fahren nach Italien. Das hat sie beschlossen mit meiner Tante und die auch. Der Mann von der Tante auch nicht. Das war eine Frauenrunde. Eine Frauenrunde mit Kindern. Yay! Super Sache. Auch mit einer Jugendlichen, die damals, glaube ich, nicht so motiviert war, dahin zu fahren. Egal. Wir sind also in einen Autobus gepackt worden zu ganz früher Zeit und wurden da nach Italien geschifft. Es war ein leicht traumatisierendes Erlebnis, glaube ich. Nicht allzu traumatisierend, weil es ist jetzt nicht so, dass es ein großes Thema ist. Sind wir da gefahren? Gut, dort angekommen, das war irgendwie so ein. Also, wie war das Hotel? Es war so ein Mittelklasse-Ding, glaube ich. Ein Mittelklasse-Ding. Die Zimmer haben jetzt keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die Stromstecker haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen, weil die Italiener haben ja andere Stromstecker. Die haben keinen Erdungspin. Zumindest damals hatten die das nicht, wie das heute ist, weiß ich nicht. Aber die Abstände der normalen Kontakte, also PE ist die Erdung, gell? Neutral und Phase, die waren gleich weit auseinander wie in Österreich. Und dann war es so, dass der Föhn, den sie mitgehabt haben, jeder hat einen Föhn mitgehabt, keine Ahnung, das war damals modern, dass die Frauen immer einen Föhn dabei hatten, der hat bei meiner Tante funktioniert ohne Adapter und der meiner Mutter nicht. Und dann haben sie den Adapter, der dort irgendwie im Zimmer war, von der Tante rüber in das andere höchst, also das war ein bleibender Eindruck. Ja, keine Ahnung. Das Zimmer selbst hat keine bleibenden Eindrücke hinterlassen sonst. Ich weiß aber nicht, warum. Kann mich nicht erinnern. Wieso hat man in Böhmkirchen zwei Schutzwege hintereinander mit zwei Schutzwegen? Wie ist das denn?
die müssen doch 30 Meter auseinander sein, die Schubzüge, oder? Das geht sich da nicht aus. Na egal. Dann, das Zimmer war irgendwie so einfach und ich weiß, dass meine Schwester in einem anderen Zimmer war, da bin ich dann immer rüber, weil die hat die Mäd-Hefteln mitgehabt. Die gibt es, glaube ich, nicht mehr, was ich jetzt vor kurzem gelesen habe von einem Post ihrer Seite. Gut. Jedenfalls war ich ziemlich nervig. Ich war der kleine Bruder, nicht? 8 Jahre jünger, und habe die Schwester genervt. Die war voll begeistert von mir. Also, die war so begeistert, ihr habt überhaupt keinen Schimmer, wie begeistert die war. Ja. Dann war der Weg zum Strand nicht so weit. Und der Strand war für mich absolut überfordernd. Da waren ernsthaft am Strand in regelmäßigen Rechtecken abgesteckt die Liegestühle und Sonnenschirme. Und da hatte jeder so sein 2x2 Meter Fleckerl, also jedes Zimmer. Und da wollten wir eben Sandburgen bauen. Und das war dort streng verboten. Nein, nicht Sandburg, eine Kugelbahn. Einen Riesenberg machen und dann eine Bahn, wo die Kugel runterrollt. Das war das Highlight in meiner Kindheit. Da dürfte gerade die legolose Zeit gewesen sein, wenn ich mit Kugeln gespielt habe. Das war aber streng verboten. Da sind dann immer so italienische Kollegen gekommen, die haben versucht, mit Händen und Füßen zu erklären, dass man das nur unten beim Wasser machen darf, wo die Flut und Ebbe das automatisch wieder weg. Also höchst illegal. Unser Rechteck war dann doch relativ weit weg vom eigentlichen Wasser. Und das Irritierende ist, dass ich gerne Gstärmel damals ohne Begleitung eines Erwachsenen von dem Rechteck zum Wasser gehen durfte. Und das war ein brater Weg. Der Weg war so brat, dass ich mich einmal verlaufen habe. Ich weiß nicht, ob das die Mutter mitgekriegt hat. Ich bin damals gegangen, im Glauben zum Meer zu gehen, und nach 10 Minuten habe ich mir gedacht, na, irgendwie sollte das Wasser jetzt schon sein, und habe dann festgestellt, dass ich nicht Richtung Wasser gegangen bin, sondern offensichtlich im rechten Winkel. Und das war so ein richtiges Panikerlebnis. Ups, finde ich da jetzt wieder zurück in Italien. Kein Schwein versteht mich. Ich spreche in Deutsch und nicht gut. Und die sprechen Italienisch und das schnell. Englisch war für mich ja eine Fremdsprache. Ach, verzeiht, Englisch ist ja eine Fremdsprache für mich. Und das war sehr beunruhigend. Ich hab's dann geschafft. Irgendwann mal. Ja, ich weiß nicht, ob ich Schwimmflügel hatte. Ich glaube, damals hatte ich keine Schwimmflügel drauf. Und ich weiß, wie grauslich das Wasser geschmeckt hat. Das war das erste und einzige Mal, dass ich am Meer war. Das war der eine Auslandsaufenthalt. Dann war ich einmal im Auslandsaufenthalt mit mir. Da bin ich mal nach München gebraust, um einer Flipper-Convention beizuwohnen. Ich war so. Und da habe ich im Auto dort vor der Flipperhalle geschlafen. Das war sehr interessant. Kann man auch mal drüber reden, wenn ihr das genau wissen wollt. Da war gerade der Simpsons ganz neu, der Stern Simpsons war da ganz nigelnagelneu. Ist ganz neu rausgekommen. Das war das zweite Mal Ausland. Das dritte Mal, ja, da war ich schon mit Führerschein. In meiner Schulzeit gab es das nicht, dass man ins Ausland fahren. Also in deiner Lenkbauer Hauptschule sind wir nicht rausgefahren aus Lenkbauer, also aus Österreich. Wir waren in den Nötschekrieg, wir waren mal in Vilsmoos Skifahren, aber das war's. Ausland nichts da. Ich habe mir auch nicht drum gerissen. Der dritte Auslandsaufenthalt, das muss dann schon Deutschland gewesen sein. Das war aber kein Aufenthalt in dem Sinn, weil ich ja mit den Bussen nach Berlin gefahren bin. Da war ich dreimal nach Deutschland unterwegs. Das muss noch vor meiner Frau gewesen sein. Kann sein, dass die Frau schon gegeben hat, kann sein, bin mir nicht so sicher. Ich glaube, es war noch vorher. Das zählt nicht, nicht? Das ist ja eine dienstliche Fahrt. Und dann war wirklich ein Auslandsaufenthalt in Stockholm. Da bin ich mit meiner Frau hingeflogen. Das war lustig. Da hat ein
eine Verwandte von ihr gesagt, wir heiraten jetzt in Stockholm. Meine Frau hat den Flug gebucht und das Hotel und hat mich eingeladen. Da haben wir uns erst ein paar Wochen gekannt, da hat sie mich da mit eingeladen. Und ich habe gesagt, ja, von mir aus. Und dann wurde diese Hochzeit aber abgesagt. Wir sind trotzdem geflogen. Waren wir 3 Tage in Stockholm. Da hat es das beste Hummus gegeben. Da war in dem Hotel, das war so ein Einkaufszentrum-Hotel. Und da gab es unten an der Ecke einen kleinen Griechen-Türken-Mischmasch. Und da gab es da Hummus, sage ich euch, das war ein Hämmer. So kurz habe ich nie wieder gegessen. Wir waren da dann fast jeden Tag essen. Ja, und sonst haben wir nicht viel gemacht. Wir waren im Astrid Lindgren Museum. Da gibt es auch so eine Bahn. Wir haben nicht gewusst, was das ist. Die sprechen ja alle dort stockholmisch. Schwedisch, ne? Irgend sowas sprechen die dort. Und es war sehr aufregend. Eigentlich waren wir bei Italien. Ich mache das nur kurz fertig und dann Italien. Es wird halt ein bisschen länger. Ja, und dann war man ein bisschen herumlaufen, den Kind war fad, eh klar, was tut es in Stockholm, das Kind, das war eiskalt. Na egal, war aber lustig irgendwie. Das waren meine Auslandaufenthalte. Heuer wird einer von... Ach, in Legoland waren wir noch vor ein paar Jahren. Und ja. Und dann kommt jetzt heuer einer. Ich hab's mir nicht ausgesucht, das könnt ihr mir glauben. Aber ich werde ihn voll für mich verwenden. Und ich habe ihn schon ein bisschen manipuliert, dass er mehr für mich passt. Gut, so viel ehrlich müssen wir sein. Zu Italien müssen wir das noch abschließen. Das prägendste waren die Frühstückssemmeln. Da war so ein Frühstücksraum. Da sind gekommen, also meine Verwandten und wir sind da so an einen Tisch gesessen, also so 7, 8 Leute irgendwo. Und da stand am Tisch dann ein Körbchen mit Semmeln und die italienische Semmel war damals so, dass das so ein Teig gerollt war. Der hat irgendwie einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und dann gab es noch so einen Vergnügungspark war ums Eck. Der hat auch bleibende Eindrücke hinterlassen. Da bin ich Kiddie-Ride gefahren und habe nie verstanden, welche italienische Münze da in diesen Automaten reinpasst. Ja, eh klar. Lira! Haben die haben jetzt Euro, gell? Die sind auch mit dabei. Selber schuld. Ja, selber schuld. Okay, wir waren also dort und die haben hinterlassen und der prägendste Eindruck beim Frühstück, warum man das gemerkt hat, weil am letzten Tag, wie wir dort waren, waren keine Semmeln mehr da, weil nämlich meine Tante entschieden hat, dass sie diese Semmeln jetzt bestreicht und einpackt für die Heimfahrt im Autobus. Und meine Mutter war uraufgefressen, weil sie dann nicht so viel gefrühstückt hat, wie sie wollte. Das kann ich mir erinnern. Die Kindheitstraume. Ja, dann hätten wir das auch. Vielleicht unterhalten wir uns nochmal über irgendwelche Urlaube. Ihr könnt jetzt auch mal was erzählen. Machen wir mal ein Meet and Greet. Kommt mal vorbei und erzählt jemand von euch was. Was haltet ihr da davon? So machen wir das, oder? Ja. Und jetzt kommen noch die Covid-Zahlen. Von und zu überhaupt. Aber wirklich. Covid-Zahlen und Fakten für den 10.04.2023. 669 laborbestätigte Fälle, 1856 Genesene und 99,5 ist die 7-Tage-Inzidenz. Wir sind unter 100. Na, da kann man sich ja nur freuen. Schaut, wie sich der Hund freut. Der ist von uns überhaupt begeistert. Es war ein sehr erfolgreicher Tag im Kindergarten. Ich habe Essen ausgeliefert. Nein, Getränke habe ich heute ausgeliefert. Essen habe ich gestern ausgeliefert. Es haben sich alle gefreut und sie haben gemeint, es hat geschmeckt. Das ist doch eine helle Wunderbar. Ich denke, wir werden uns morgen sehr intensiv unterhalten. Mal schauen, ob ihr das aushält. In diesem Sinne, bis später, bis dann, wir sehen uns dann morgen auf diesem YouTube-Kanal.